Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem Outdoor-Office. Ich bin wieder euer Anton. Und ja, es ist eine Weile vergangen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Denn das letzte Mal habe ich hier vor der Kamera gestanden, da war auch gerade so ein schöner Vollmond gewesen. Aber dann hatte ich leider nach dem Drehen die Nachricht bekommen, dass meine Speicherkarte voll ist. Und dann war auf einmal der Mond weg. Und deswegen machen wir jetzt ohne lange Umschweife gleich los. Heute machen wir nämlich eine kurze Sondersendung. Und da möchte ich euch die Reverentias vorstellen. Was so viel auf Deutsch bedeutet, sagen die Wörterbücher wie Lobpreisungen und ja, Danksagungen. Und dabei geht es darum, dass wir unseren energetischen Körper aufladen und quasi unseren Elektromagneten ein bisschen hochboosten, dass wir eine viel höhere Anziehungskraft haben, zum einen. Und ja, das ist natürlich auch wieder für unsere Gesundheit. Wir werden dabei stärker, weil wir ein stärkeres Magnetfeld bekommen. Und ihr habt vielleicht schon mal gesehen, wenn Buddhisten in Kailash oder in Tibet bei diesen heiligen Orten, da laufen die nicht um diesen Kailash drumherum, man darf ja auch gar nicht da hoch, sondern die werfen sich bei jedem Schritt auf den Boden. Und das machen die, um Danke zu sagen und um die Liebe und die Energie zu lobpreisen. Und ja, das hat nicht nur den Vorwand halt des Danksagens, sondern halt, weil da auch die Energie so dicht ist, können sie dabei wunderbar aufgeladen werden. Sofern natürlich die Meridiane offen sind, um diese Energie zu empfangen, was schon eine ganz schöne Herausforderung für uns ist, was wir aber langsam schaffen werden. Und deswegen werde ich jetzt erstmal kurz langsam und erklärend vorzeigen, wie das funktioniert, so eine Lobpreisung, weil das ist ja ein physischer Akt. Und ja, also wir stellen uns wieder hin, machen unsere Hände auf unseren Danyong und kommen erstmal zur Ruhe. Zunge natürlich immer oben an den Gaumen. Die Augen verbinden sich, schauen auf die Nasenspitze zum Herzchakra und in unser Energiezentrum, in den Danjong. Und wir bleiben wieder die ganze Zeit konzentriert auf den Danyong. Und sehr wichtig bei der ganzen Geschichte ist die Atmung, die richtige. Wir atmen einmal ein, ziehen dabei die ganze Energie der Erde und des Himmels zusammen, vereinigen diese Energie. Und jetzt ziehen wir die hinunter. Und wenn wir mit unseren Händen ungefähr auf der Höhe unserer Schädeldecke sind, dann stellen wir uns vor, als hätten wir hier eine Krone. Und unter dieser Krone ist ein Rohr, ein Lichtschlauch, poetischer ausgedrückt vielleicht. Und der geht bis nach unten zu unserem Perineo. Das ist der Punkt zwischen Anus und Genitalien. Da haben wir so einen Damm, heißt das auf Deutsch auch. Ist vielleicht jetzt nicht so ein schönes Wort, aber auf jeden Fall beschreibt es das. Da haben wir so eine kleine Ausbuchtung, wir haben da so eine Kuhle auch. Und genau, da, von da bis da geht dieser Tubus. Also wir gehen runter und stellen uns vor, dass die Energie, die wir runterziehen, durch diesen Tubus hineingeht und nach unten sich in unserem ganzen Körper ausbreitet, das Licht. Und wenn wir dann unten sind, dann knien wir uns hin, gehen einmal auf den Boden mit den Händen, erheben die Handflächen zum Himmel, stehen wieder auf,
und verbeugen uns. Das war jetzt ein Durchlauf. Und die Einatmung funktioniert. Einatmen, Energie nach unten schieben, nach unten gehen, Luft anhalten dabei, nach oben und ausatmen. Zur Illustration mache ich das jetzt noch einmal von der Seite. Einatmen, Energie nach unten führen, so, und im Idealfall haben wir uns natürlich vorher warm gemacht. Das habe ich natürlich auch gemacht, aber das, ja, da war es noch zu dunkel für die Kamera. Und wir machen das in Richtung Vollmond natürlich, die Reverenzias, wenn wir die machen, oder in Richtung Sonne. Und wir, ja, das wird zu vielen feierlichen Anlässen gemacht. Also in unserer Sondo-Gruppe hier, da machen wir jedes Mal zu Vollmond, treffen wir uns. Und dann werden dort Reverenzias gemacht. Der Meister singt dann noch das Mantra der Erleuchtung dazu. Das ist, klingt immer ziemlich wunderbar. Man spürt dann auch die Energie, die in einen reinfließt. Manche fangen immer schon morgens an und die machen dann 1000 Reverenzias oder sowas. Also man schafft ungefähr 300 pro Stunde, sage ich jetzt mal. Und eine Übung für Sonduinos sind 100 an jedem Morgen. Also wir machen 100 Reverenzias für die Energie und 3 machen wir immer noch für die Seelen, die selbst keine machen können. Dann haben wir halt 103 und das ist so eine mystische Zahl bei den Taoisten. Bei den Buddhisten wäre das dann die 108 oder bei den Mexikas auch die 108, was ja ein Vielfaches der Zahl 13 ist. Aber bei den Taoisten ist es eben diese 103, deswegen machen wir immer 103. Und derzeit in dieser, ja, wo viele Menschen auf der Welt leiden und sich auch viele Menschen darum kümmern, mache ich persönlich jetzt, da kann ich nicht für alle sprechen, immer noch 10 Reverenzias extra für die Seelen, die anderen Seelen in Not helfen, unter Einsatz auch ihres Lebens, um ihnen damit zu danken, so als Danksagung. Und ja, wenn, das ist, hat jetzt diesen spirituellen Anteil. Da möchte ich noch kurz was sagen zu dem physikalisch-mechanischen Anteil, weil ja, so, wenn wir jetzt noch nicht so ganz offen sind dafür, dass wir jetzt hier Energien in uns umherschieben und uns energetisch aufwerten, das hat natürlich auch noch eine ganz andere praktische Bewandtnis. Und zwar bei der ganzen Sache, da machen wir ja eigentlich mal so wie eine Kniebeuge. Gehen runter und gehen dann wieder hoch wie in einem Liegestütz. Und wir bewegen bei dieser Danksagung sämtliche Gelenke. Die werden dabei bewegt. Das ist schon mal eine gute Sache. Und zudem werden wir dabei auch zu aufrechten Menschen. Weil wir machen das immer gerade. Wir machen Füße zusammen, Pobacken zusammen, aber nicht verkrampft natürlich. Beim Einatmen ziehen wir wieder den unteren Bauch ein, wie wir das bei allen Sachen machen. Das heißt, auch diese ganze Muskelpartie wird gestärkt. Diese Psoas-Muskeln, die wir hier haben, ja, die sind eminent wichtig. Wir kriegen die Luft bis ganz nach unten geschoben. Und das heißt, ja, diese Blockaden, die wir hier oft haben, die werden aufgelöst. Ja, und das ist halt super. Auch wenn, also ich habe das mal ein paar Monate 1000 Reverenzias täglich gemacht. Das hat dann ja, 3 Stunden jeden Morgen gedauert. Und dann merkt man auch, da tun einmal wirklich dann die Knie weh eine Weile. Aber dieser Schmerz,
der bringt auch etwas heraus. Der Schmerz, der löst es. Und wir müssen halt durch diesen Schmerz wieder durch. Und danach sind wir auf einmal befreit und merken, dass wir viel leichter sind. Und ja, außerdem macht es auch noch eine schöne Figur. Deswegen kann ich das euch allen ans Herz legen. Und in diesem Sinne hoffe ich, ihr habt fleißig die Erwärmung gemacht. Und ja, wenn ihr jetzt noch 20 Minuten, Viertelstunde eher beginnt, dann macht doch bitte im Anschluss auch noch 103 Reverencias. Bevor ihr die macht, könnt ihr auch immer gerne eine Widmung geben. Wenn ihr jetzt jemanden habt, vielleicht dem es nicht so gut geht, dann sagt ihr, ich widme diese Danksagung, diese Lobpreisung, widme ich dieser Person, immer auch den kompletten Namen aussprechen. Und ja, und das ist dann halt wie im Christentum vielleicht auch ein Gebet ist, aber das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall kann ich auch noch aus zweiter Hand von einem guten Freund von mir berichten. Als der das richtig gemacht hat, der hat so die Energie in sich reinfließen lassen. Er hat gesagt, bei ihm sind dann auch alle, ihm sind die Tränen gekommen, so vor Glück, und ihm haben sich dort auch Sachen erschlossen, wie in der Meditation. Also das kommt dann auch wieder dem schon näher und ist auch noch ein weiterer Zugang ins Unbewusste, den ihr euch erschließen könnt. Achtet auf die Konzentration, macht die Stellung richtig und genießt. Und habt Geduld, ihr werdet merken, wie schön sich euer Leben verändern kann. In diesem Sinne, vielen lieben Dank nochmal und bis bald und dann wieder auch regelmäßiger, euer Anton. Tschüss.